Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe hier was bekommen. Und zwar etwas Großes. Ich muss mal kurz hier noch den Aufkleber abmachen. So. Da wurde gefragt, ob ich das gerne vorstellen wollen würde. Das passt jetzt ganz gut rein, weil wegen Corona, die Große will auch ein bisschen Sport machen. Ich will ein bisschen Sport machen, aber nicht zu viel. Ihr versteht, was ich meine? Und da hat es jetzt super gefunkst. Und das können wir auch noch für was anderes benutzen. Das werde ich euch auch gleich erklären. Ach, jetzt geht's doch auf. Naja, okay. Hier ist noch Papier drin. Ich habe gedacht, ist das wirklich so groß? So, kommt nachher Müll. So, und zwar haben wir dann hier das gute Stück. Ich muss nur gucken, wo hier aufgeht. Ich glaube hier oben. Ich weiß gar nicht, ob ich es in eine Beschreibung schreiben werde. Ich werde garantiert nichts davon vormachen. Also falls einer jetzt denkt, hier, ich mache irgendwelche Klimmzüge vor oder so, könnt ihr vergessen. Das ist nämlich eine Klimmzugstange. So, die kann man dann in die Tür reinmachen. Da muss ich erstmal gucken, ob ich das bei mir. So, ihr seht ihr das? Dann kann man da Klimmzüge machen. Aha, da kann man drehen. Open, open. Ach so, da kann man dann. Aha, okay. Und dann macht man es da fest. Okay. Gucken wir uns gleich an. Na, komm gleich hier. Da kann man natürlich jetzt nicht nur Klimmzüge mitmachen. War, ist klar. Man könnte rein theoretisch, was ich testen will, vom Baumarkt Strick holen. Und hier Strick ran machen mit einem schönen Knoten, doppelt dran, fünffach, sechsfach Knoten. Und an diesen Strick könnte man dann zum Beispiel eine Schaukel hängen. Und dann könnte die Kleine hier zu Hause schaukeln. Die Große freut sich, dass sie schon Klimmzüge machen kann. Der habe ich das ja auch erzählt gleich. Und die hat sich ja heute schon gefreut, wo es gekommen ist. Kann ich Klimmzüge machen? Sag, erstmal muss ich Videos machen. So, wir haben hier eine Warnung. Nicht open. Nach oben. Also hier steht, da seht ihr, nach oben. Ich mache mal lieber höher, damit ihr mich seht. Oh Gott. So. Die macht aber einen sehr robusten Eindruck, muss ich jetzt mal so sagen. Und einen schweren Eindruck. Wir gucken uns jetzt erstmal hier. Aha, okay. Achso, das dreht man dann raus, oder was?
Ah. Okay. Dann geht das hier ein Stück hoch. Ja, doch, das muss man rausdrehen. Das kostet dann aber Zeit. Drehen wir jetzt nur ein bisschen raus für euch, dass ihr das sehen könnt. Mein Tisch ist ja, wartet mal, mein Tisch ist so 74 hoch. Eine Tür ist, glaube ich, 80 breit. Wenn ich jetzt 74, müsste ich eigentlich schon die 80 erreicht haben. Werden wir ja gleich sehen. Mal einfach mal noch ein Stück mehr hier. So. Ich mache euch nochmal nach unten, damit ihr sehen könnt, was ich jetzt mache. So. Wir haben das jetzt praktisch rausgekurbelt mit Drehen. Jetzt wollen wir es wieder fest haben. Hier ist so ein roter Ring. Ich guck mal, ob ich vielleicht ein Stück näher rankomme bei euch. So. Hier ist so ein roter Ring und hier ist so eine Kerbe. Seht ihr das? Da kommt jetzt dieses Ding hier rein. Und dann einfach hier drehen, wie ihr es vom Fahrrad her kennt. So, seht ihr das? Ich habe es jetzt einfach so schräg gemacht, also nach unten gelegt und drehe das jetzt hier fest. Und einfach immer weiter, bis der Daumen nicht mehr sagt, mitmacht. So, weil umso fester, umso besser. Soll ja nicht einfach runterrutschen. So, und jetzt eine Umdrehung machen wir noch. So. Und so. Und das ist jetzt hier drinnen, wie ihr seht. Und dann macht er das einfach wie beim Fahrrad. Oh. Da biege ich's Plastik. Meist doch mal lieber noch ein bisschen lockerer. Weil nach fest kommt ab, wie man immer so schön sagt. Machen wir lieber so. So. Wir wollen es ja nicht übertreiben. So. Und genau das gleiche machen wir jetzt auf der Seite hier auch. Hier ist ja auch schon zu. Wir machen hier einfach noch ein bisschen mehr zu. So. Und dann einfach nach unten. Zack. Oh, ich habe gerade was gesehen. Suchen. So. Das soll nach oben. So. So, jetzt haben wir das beides nach oben zeigt, hoffe ich doch. So. Und wenn wir das jetzt in die Tür einhaken. So. Und wir gehen das ja noch ein Stück machen das ein Stück nach oben. Ja, dann kommt das. Also das muss auch nach oben. Also die Seite mit dem Aufkleber muss nach oben zeigen. Und dann legt ihr das ganz normal in die Tür rein und drückt es nach oben. Und durch das nach oben drücken, ja, sinkt die Stange dann hier ein Stück nach unten. Ja, also einfach. Wie soll ich es euch sagen, Mensch, schwer beschrieben. Einfach festhalten und dann
die Stange nach unten drücken, ein bisschen andrücken, hier unten hoch. So, damit die dann halt das ausfährt, was hier, ach Mensch, damit sie das hier ausfährt, was sie ausfahren kann. Dadurch kommt das nochmal ein Stück mehr an die Tür ran, ist weich, macht auch nichts kaputt, ist hier Gummi. Das auf beiden Seiten. Und wenn ihr die Stange dann wieder abhaben wollt, dann einfach hier festhalten und die Stange nach oben machen. Dann ist es hier wieder locker und dann kann man das so wieder rausfummeln. Ich werde es aber noch testen. Wir haben an der Stange direkt zweimal Styropor, also Schaumstoff, hier, was mit Rillen ist, links und rechts. Und in der Mitte haben wir halt nur glatte Styropor. Ich werde die morgen testen, vielleicht mache ich dann morgen nochmal ein Video, ich weiß es noch nicht. Hier steht auch was drauf. Zum Installieren in Pfeilrichtung drücken. Also wir sollen das nach oben drücken, also wie gesagt, halten und dann nach oben drücken, dass das hier rauskommt. So steht es halt hier auch drauf. Und wenn wir das wieder nicht mehr brauchen, einfach nach unten drücken und dann kann man das wieder rausmachen. Ich werde bestimmt dazu noch mal ein Video machen. Müssen wir mal gucken. So. Aber das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Erstmal das Unboxing gemacht. Link werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Vielleicht macht die Große dann für euch mal ein paar Klimmzüge. Muss ich sie mal morgen fragen. Wir haben auch noch einen User Guide, der auch Installation, Open, ja, drehen, dann sollen wir zumachen, dann sollen wir nach oben machen, also die Ecken nach oben. So. Oh, wir haben so eine deutsche Anleitung, Installationsschritte. Also eine deutsche Bedienungsanleitung ist auch mit bei. Also da braucht er keine Angst haben, kriegt er alle hin. Kinderleicht. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.